Genau. Also mein Plan ist Runde 5. Oh, Strategie exposed. Was? Ich will jetzt mein Startfeld richtig treppen. Und nicht wieder 0,2 Meter zu weit fahren. 20 Zentimeter, Alter. So ein Scheißdreck. 20 fucking Zentimeter. Das ist aber fett. Nee. Ich weiß nicht, kommt drauf an, wie mein Start ist. Also, ich hatte jetzt im Red Bull, die haben keine gute, keinen guten Topspeed. Wir haben ja Ferrari-Motor. Ich bin in meiner Karriere von Haas zu Red Bull gewechselt. Haas konnte da vorne immer schön gut vorne, ne, auch nach vorne gehen. Und in Spa plötzlich habe ich unter den besten 5 mit dem Red Bull, nee, Zweiter war ich, mit dem Red Bull einen Start gemacht und ich war dann 5. nach dem Start. In diesem kurzen Weg zur Kurve 1, also so gut ist der Red Bull am Start nicht, also ich erhoffe mir natürlich was. Ich habe meine Reifen vergessen aufzuwärmen. Ja, 85 oder so bin ich, also es wird nichts mit dem Start. Eigentlich nicht. Ich habe viel verschenkt, 0,7 Meter glaube ich. Ich hab's gesehen, ich glaube du warst da hinten geportet. Du, stehst du hinter Bottas? Ich sehe dich. Ja, der Start war gut, der Start war sehr gut, der Start war sehr gut. Ich hab den Red Bull. Bei mir auch. Ich wurde gerade auf P2 vorteleportiert. Ich bin Zweiter. Ich bin Zweiter. Geil. Jetzt nur noch halten. Scheiße, dass ich mitten im Rennen einmal weg müssen. Wahrscheinlich. Ja, ziemlich weit rausgekommen hier. Aber ich konnte Hamilton und Leclerc in eine Feindlage versetzen. Leclerc ist auf Medium. Die sind trotzdem viel schneller als ich. So. Ab in Runde 2. Was für ein Ding? Traube. Digga, ist das eine Weintraube oder was? Oh mein Gott, ein Verbrechen. Wahrscheinlich um nichts, also wirklich an Risiken einzugehen. Der will sich nicht nochmal überschlagen. Ich kann die Links-Rechts-Kurven gut. Die haben mir im letzten Spiel Kopfschmerzen bereitet, aber obwohl im letzten Spiel auch nicht.
Da war die Bastoppe eher schlimm. Die ist jetzt meine Lieblingskurve. Ihr hattet bei mir im letzten Spiel gesagt, nimm die Kurve doch mal mehr hin und so, ne? Fahr doch mal über den Curb. Ja, genau das kann man in dem Spiel nicht mehr. Und das war auch im letzten Spiel schon langsamer. Wait, habe ich gerade ernsthaft die schnellste Runde? Was ist denn das? Das ist safe ein Bug. Denn eigentlich dachte ich, ich habe sogar zu Perez verloren. Nee, ich verliere im ersten Sektor, dann komme ich wieder ran. Also insgesamt komme ich pro Runde so um die 2/3000stel oder so ran. Wenn ich keine Fehler mache. Die Runde war eine Fehlerrunde. Ja, und Leclerc konnte sich jetzt ein bisschen nach vorne arbeiten hier mit seinen Mediums. Der letzte Sektor liegt mir sehr, sehr gut. Wo komme ich im letzten Sektor ran, Alter? Mach im letzten Sektor 5 Zehntel gut. Um die 3 bis 5 Zehntel. Ich muss noch bis zur nächsten Runde fahren. Dann bin ich kurz weg. Ich muss nicht just den Stopp, bis zum Stopp muss ich fahren. Zu 100%, das geht nicht anders. Leclerc ist schneller als Perez, deshalb wird mir hier von hinten ein bisschen Druck gemacht. Obwohl er auf Mediums fährt. Und ich verkack wieder diese Kurve. Das gibt's nicht. Jetzt geht's an meinen Lieblingssektor. Den ich verkacke. Links rechts Kurve war nicht gut, aber egal. Das war klar, da holt Verstappen schnellste Runde insgesamt. Was? Ich? Hey, wait, ich habe einen Schaden am Auto? Achso, nein. War ich jetzt erschrocken. Ich kündige mich mal lieber nochmal an. Mach das, sonst haben die Reifen nicht bereit. Kündige ich mich nochmal an. Nee. Ah, hast du? Dann kündige ich mich nochmal an. Kündige dich nicht nochmal an. Es kann sein, dass es dann keine zwei Reifen gibt. Eins, null. Oh, gut. Hab ich. Ah, 2,8. Na, so gut war es jetzt doch nicht. Ich bin gerade wieder da. So. Habe ich Zeit verloren? Oh doch. Oh, Luke. Oh Mann. Oh doch.
Locker 5 Sekunden. Ich war auf KI, deshalb. Die KI hat nicht mal die Reifen gewärmt, Alter. Das war jetzt fast ein Dreher aus der Haarnadelkurve raus. Ich konnte safen, habe aber jetzt nochmal gut 5 Zehntel verloren. Hey, warum fahren sich die Mediums so schwammig? Sind das generell die Mediums? Es fährt sich gerade ziemlich schwammig und die sind auf Betriebstemperatur so auf 93, 94 Grad. Mache ich jetzt den Verstappen auf oder was? Ich gehe immer die ganze Boxengasse ab, ob da irgendein Auto rauskommt. Weil hier in Imola kommen die ja auf der Strecke raus. Aber ich glaube ey, Leclerc war noch nicht drin, weil er auf Mediums fährt, das ist gut. Podiumskurs gerade. P2 nicht mehr, aber Podium. Ich traue mich aber nicht hier irgendwie extrem viel Vollgas zu geben oder früher aufs Gas zu gehen, weil das hat man jetzt gerade wieder gesehen, es rutscht. Aber schnellste Runde von mir bisher insgesamt, also beste Runde von mir bedeutet, Leclerc müsste man ja bekommen im Normalfall. Also Lewis bekomme ich auf keinen Fall. Ja, ich werde aber auch noch Position verlieren. Das Podium verlieren, selbst wenn ich vor Leclerc sein sollte. Hat er dann Softs. Abstand zum Führenden. Wiederholfunk ist gestört. Wie heißt denn das mit dem Führenden? Rennstrategie? Stimmt. Status Führender. Teamkollege, was? Ja, bitte. Oh nein. Oh nein. Das sieht mir nicht ganz so gut aus da hinten. Verstappen macht gerade einen Ansturm. Nur noch Tsunoda überholen, dann ist er an mir dran. Ich finde es schade, dass man sich über PlayStation keine Videos schicken kann. Sonst hätte ich... Ja, ich glaube auch, das habe ich auch gesehen. Ja, ich wäre mir nicht mehr sicher, deshalb habe ich jetzt hier nicht die PS5 erwähnt. Ja, ich glaube auch, ich hatte das mal im Stream gesehen, da hat er sich Videos angeschaut, die ihm geschickt wurden. Ich war mir aber nicht mehr sicher. Denn dann könntest du dir die, kommt drauf an, wenn sie auf der PS5 gespeichert werden, was ich hoffe,
Dann könntest du dann mein Video mit in dein Video schneiden, dass man beide Sichten, eine Sicht-Cam sieht, beide, ne? Sicht von beiden. Ja gut, das war's mit dem Podium. Ja, Leclerc hat Hamilton überholt. Und ich war unkonzentriert als fuck, Alter. Ja, Tsunoda ist jetzt da, Verstappen kommt dann auch noch gleich. Also Podium hätte ich schon gern gehabt, bin ich ehrlich. Aber was nicht ist, ist nicht. Und solange ich Punkte hole, finde ich alles akzeptabel. Außer den 10. Platz. Da hole ich lieber keinen Punkt als einen. Obwohl, nee, lieber einen als keinen, aber. Nicht nach so einem Rennen. Nicht von P2 auf Dings. Ja, ich musste weg. Das hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Weil mit kalten Reifen könnte ich eigentlich besser fahren als die KI. Formel 1 kann man nur in Online-Modis aufnehmen eigentlich. Ansonsten müsstest du die Rückblenden ausmachen. Du kriegst nicht alle Rückblenden rausgeschnitten. Das geht nicht. Und wer will bitte ein Video mit Rückblenden sehen? An dem sich dauerhaft nur resettet wird. Deshalb streame ich extrem selten Formel 1-Karrieren. Ab und zu mal, ja, aber selten. Ich habe immer Probleme im ersten Sektor. Verliere ich gerade 6 Zehntel. 7. Aber im letzten bin ich dann stark. Und im zweiten auch relativ, aber der erste ist scheiße. Warum ist da die KI so stark? Wahrscheinlich, weil wir halt viel zu vorsichtig sind da. Ja, aber du fährst halt nicht über Betonwurst und so. Du machst die Lenkung halt auch ab und zu mal auf, mitten in der Kurve. Vielleicht nimmst du die ja dann auch zu hart. Das kann ja auch sein. Ich meine, Vollgas kannst du dadurch nicht fahren. Wie viel Abstand hast du denn auf den 10.? Baut auf. Also baut er seinen Vorsprung aus, ja, ne? Aber bei mir bauen sie es ein bisschen aus, wenn nicht sogar viel aus. Sind halt
Oh nein, Verstappen wurde freigelassen. Das fällt mir jetzt erst auf. Guck mal auf die Karte. Also wenn du Zeit hast, guck mal auf die Karte. Wenn du Zeit hast, schau dann wirklich mal. Da siehst du, welche Bestie freigelassen wurde hier. Und Carlos kommt da auch an. Er ist jetzt schon Sechster. Ja. Carlos hat's geschafft. Die sind im DRS. Letzten beiden Runden. Digga, nein. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich habe jetzt 2 Sekunden auf meine Vordermänner verloren, weil ich mich nicht konzentriert habe. Okay. P4 wird... Oh nein. Oh nein. Okay, gut, Punkte werden es also oder so nicht gewonnen. Also... halb so wild, sag ich mal so. Aber bei mir habe ich jetzt ein Problem. Ich bin jetzt mal auf Konzentration. Und ich dummer Hund habe die Aufnahme vergessen zu starten. Also wird es hier kein Video für euch geben. Tut mir leid. Versuchen's. Okay, konnte mich vorne halten. Ich halte aber auf. Nee, nee, nee. Hier versuchst du's nicht. Ich beende dann trotzdem. Vielleicht ist er da. Ich guck dann mal. Er wollte Dive Bomben, ich hab's gesehen. Hat er nicht geschafft. Auch an dich.